Willkommen zu einer neuen Folge von Total War Warhammer. Heute stelle ich euch mal das Imperium vor. Fehlen denn eigentlich nur noch die Zwerge und die Chaoskrieger, die mache ich ganz zum Schluss, weil die, wie gesagt, ein bisschen besonders sind. So, Spielstil der Menschen. Das Imperium sind halt einfach Menschen. Man spielt halt eine Fraktion davon, es gibt halt mehrere. Die Fraktion kann nur Gebiete von Vampirfürsten oder anderen menschlichen Fraktionen erobern. Also sowas, was die Orks und die Zwerge halt haben, da in den Gebirgen, können wir nicht einnehmen. Können wir, wie gesagt, nur zerstören oder plündern. Ämter. Kommandanten lassen sich Ämter zuweisen, die einzigartige Titel und Boni verleihen. Ist auch ganz wichtig. Und die Technologien sind mit diversen Gebäuden verbunden. Also wir können manche Technologien erst forschen, wenn wir ein bestimmtes Gebäude haben. Der Spielstil, mal gucken. Zahlreiche Konföderationsoptionen, mit denen über Diplomatie andere Fraktionen des Imperiums mit denen des Imperators zusammengelegt werden können. Wir können also quasi eine andere menschliche Fraktion bitten, sich dem Imperium anzuschließen und dann bekommen wir deren Siedlung und Länder einfach so. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir immer genug Ressourcen und so dafür zur Verfügung haben. Die ausgewogenen Einheitenlisten mit großer Auswahl an Optionen. Also man hat halt wirklich verschiedene Einheitentypen, die sich auch anders steuern und auch ein bisschen, wie gesagt, so ein gutes Mischverhältnis zwischen Infanterie und Bogen. So, was haben wir hier noch? Zersplittertes Imperium. Die Provinzen des Imperiums werden von Kurfürsten regiert, über die Imperator ein bisschen als dürftige Kontrolle hat. Und wir haben halt ziemlich viele Feinde. Wenn wir uns alles noch angucken, aber ist ja wie gesagt erstmal so ein Eindruck nur. So, deren Top-Einheiten. Luminarium des Hysch. Ein magischer Streitwagen. Magische Aura, okay. Es scheint also ein berittener Zauberer zu sein. Habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ist, glaube ich, ein Fernkämpfer. Nahkampf, Nahkampf, Fern. Munition hat er, Reichweite, Geschossschaden. Ja, dann haben wir hier die sind die allerbesten, die Demigreifenritter. Das sind so greifenähnliche Pferde. Die haben die Rüstung, sind gepanzert, gerüstet gegen Infanterie richtig gut, können anstürmen. Und dann haben wir hier noch den Dampfpanzer, eine gepanzerte Kriegsmaschine. Verursacht Entsetzen, ist unerschütterlich, also kann nicht in die Flucht geschlagen werden. Ist ein Einheitentyp. Das hier ist auch nur einer. Es muss irgendeine Art Zauber oder irgend sowas sein. Muss ich nochmal gucken. Magischer Streitwagen. Und das sind 18. 18 von diesen Rittern. Okay. Gucken wir uns mal an. Wir können wieder einen Kommandanten auswählen. Gibt uns wieder verschiedene Starteinheiten. Mit ihm haben wir einmal die Reichsgarde. Das ist schon eine gute Kavallerieeinheit. Musketenschützen und Helbardiere, die gut gegen große Feinde sind, wie zum Beispiel Riesen oder Wargulfs oder so eine Sachen. Und wir kriegen wieder 5% höhere Bewegungsreichweite und der Unterhalt für die Reichsgardisten und so eine Behandkämpfer sind reduziert. Oder er selbst ist halt der Fraktionsführer und ist ein mächtiger Nahkampfangreifer. Und er kann eine Todesklaue freischalten. Das ist ein einzigartiges, flugfähiges Greifenreittier, das mit großer Wildheit kämpft. Oder wir könnten Balthasar Geld nehmen. Diesmal ist es ein Zauberer. Er kann fliegende Pegasus-Reittiere freischalten. Wir haben eine Heldenkapazität mehr für einen Kampfzauberer. Und der Unterhalt für halt die Heldeneinheit Kampfzauberer ist reduziert. Er startet mit Schützenreitern, mit Behandkämpfern. Das scheinen irgendwie Langschwerteinheiten zu sein. Und er startet mit einem Mörser. Also entweder eine berittene Einheit, ein Musketschützen. Oder ein Mörser und Schützenreiter. Aber ich mag lieber so eine Nahkampfeinheit lieber.
dem, weil ich halt auch nach vorne stehen kann. So ein Zauberer muss ich am Anfang halt immer nach hinten wegstehen lassen, damit der gar nicht angegriffen wird, weil der hält halt nicht viel aus. Und am Anfang hat er halt noch nicht so die besten Zauber, deswegen nehmen wir jetzt hier ihn. Wir gucken uns wieder das Video an und ich bin in der Zeit ruhig und viel Spaß dabei. Die Trommeln des Krieges verstummen nie. Denn die alte Welt schwebt in großer Gefahr. Ein starker Anführer muss das Imperium einen. Die größte Nation der Menschen. Götter kämpfen um das Schicksal der Welt. Und auch ich leiste meinen bescheidenen Beitrag im Dienste des jüngst gesalbten Imperators. Wir eilen zum Stammsitz des Imperators. Denn der wahnsinnige Ragnik Spinnenklaue greift die Mauern Altdorfs an. Mein Schützling ist Karl Franz, wahrer Träger von Galmaras. Doch auch wenn er kämpft, um seinen Status als Imperator zu sichern, wird seine Herrschaft die Nation stärken oder in den Ruin führen? Ja, gucken wir mal, wa? Was da so passiert mit dem lieben Karl Franz und dem Imperium. Aber wir machen ja erstmal nur den Anfang. Einfach nur mal ein bisschen reinzuschnuppern in die Menschen. Die Grünhäute sind zerschlagen, Herr. Doch der Kampf um die Herrschaft hat erst begonnen. Das Imperium erleidet erneut einen Bürgerkrieg. Feinde, die eure Ernennung zum Imperator verleugnen, planen im Süden eine abtrünnige Provinz zu bilden. Dringt vor, bezwingt sie und bringt die Lande wieder unter eure Kontrolle. Im Norden zeigt sich Boris Wüterich von Middenheim, ein bitterer Rivale bei den kürzlich abgehaltenen Wahlen, offen feindselig. Wollt ihr das Imperium einen, so ist ein Konflikt mit Wüterich und den Wölfen von Middenland wahrscheinlich unvermeidbar. Plant für diese Eventualität vor. Das Imperium wird seit jeher von Feinden belagert. Doch ihr seid ein Prinz von Altdorf. Eure Blutlinie ist edel und großartig. Macht den Heldenhammer stolz. Machen wir. So, bei den Menschen ist auf jeden Fall, hier kriegen wir wieder eine Mission, dass wir den Dude hier unten angreifen sollen. Der Handel und Beziehung sind bei den Menschen weitaus wichtiger als bei allen anderen Fraktionen. Ja, bla 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 bla. So, wir haben schon einen Nicht-Angriffspakt mit Ostmark. Und ich will auf jeden Fall die hier noch auf meine Seite kriegen.
Da haben wir sogar militärischen Zugang. By Sigma's will, come in peace. Und auf jeden Fall nichts Angriffspakt. Militärischen Zugang kannst du haben, will er nicht, alles klar. Schutzbündnis. Jo. Will er ihn jetzt? Nee. Handel geht nicht, weil wir nicht keine Route haben. Die verbessern sich auch leicht. I will listen, but my time is short. Na, der hört sich noch so ein bisschen pissy an. Die müssen wir halt davon erstmal überzeugen, dass wir bessere sind. Neutral, neutral. Kislev sind die. Okay, das war's erstmal. Wir müssen erstmal mit allen so ein bisschen Frieden schließen. Weil wir uns jetzt wirklich erstmal am Anfang auf die hier konzentrieren. Die Wester Abtrünnigen des Imperiums. Die haben hier auch wieder vier Siedlungen. Plus den Dude hier. Und wir haben erstmal nur wieder eine. Es startet immer so ein bisschen gleich wie bei den anderen. So, und hier müssen wir auch erstmal wieder ein Gefecht führen, um den zu besiegen. Wir könnten hier schon mal gucken, ob wir irgendwas verbessern können. Wir haben hier sogar einen Hafen. Der bringt uns Einkommen und Wachstum. Und wir verbessern auf jeden Fall unser Ausbildungsfeld, wo wir halt Speer- und Schwertkämpfer machen können, zu einem Versammlungsfeld. Da können wir auch diese Helbardiere machen und Speerträger mit Schilde und Armbrustschützen. Machen wir auf jeden Fall. Unsere Garnison, dadurch, dass es unser Hauptgebäude ist, ist extrem groß. Ist auch schon ein Gebäude 2. Und dann Prince and Emperor. Dann fangen wir einfach mal an und versuchen den fertig zu machen. Gucken wir mal, wie es läuft. Ist auf jeden Fall zu unserem Vorteil. Ich mache trotzdem ein Gefecht, um die Einheiten wieder ein bisschen zu zeigen. Der hat einen Armbrustschützen. Da, den müssen wir versuchen, irgendwie außer Gefecht zu setzen. Vielleicht mit unseren Reitern hinten rum. Mal gucken. Und wir haben halt auch einen Armbrust. Aber der sollte eigentlich kein Problem sein, der Helmut Ludendorff. So, hier hinten ist er. Hier sind wir. Sigma Chords. Die machen wir mal hier hin. Ne, wir wollen die nach hinten machen. So. Ja, wir haben einmal Musketenschützen und Armbrustschützen. Können wir hier das öffnen? Ah, ne, das ist zu lang. So, die schicken wir mal hier hin. Unserer Reichsgarde. Er kann hier nach vorne. Genau. Achso, und die Einheiten mal angucken. Hab ich ganz vergessen beinahe. So, hier haben wir unsere Armbrustschützen. Haben auch immer alle so ein bisschen einen anderen Hut, ein anderes Aussehen, dass nicht alles immer gleich aussieht. Dann haben wir hier unsere Musketenschützen. Geschossinfanterie. Hier sind unsere normalen Schwertkämpfer, das ist so die Standardeinheit. Aber schön mit Schild und Schwert. Ist gut gepanzert. Hier haben wir die Helbardiere. Das ist die Einheit, die wir jetzt bauen können, wenn wir das Versammlungsfeld da fertig haben. Und Speerträger. Ich glaube, Helbardiere sind. Ja, ist ja gut, hört auf zu schreien. Die Helbardiere, das sind die, die gegen große Einheiten besser sind. Haben wir hier irgendwie? Ah, da. Die Speerträger auch, gegen große Feinde und Ansturm können die abwehren. Und die hier sind noch rüstungsdurchdringend.
Und haben halt auch diesen Buff gegen große Feinde. Können wir sie mal vergleichen. Die haben hier mehr Führerschaft, die Helberdiere. Und ein bisschen mehr Angriff und Abwehr. Also sie sind auf jeden Fall die bessere Einheit von denen. So, bei den Gegnern, war da irgendwas anderes, was wir nicht hatten? Ich nicht, ne? Speerträger haben die nur. Nee, brauchen wir nicht gucken. Können wir das Gefecht starten? Gehen wieder so ein bisschen nach oben. Ihr lauft mal hier schön im Dickicht. Kommen die uns entgegen? Ja. Alles klar. On way. Oh. Ja, sehr diszipliniert. Find auch mal cool, diese Tiere. We are ready. Sigma Chords. Sehr geil. Jawohl. White Star Knights. Okay, hier in den Wäldern sind sie zwar so geschützt, aber wir haben auch weniger Geschwindigkeit. Und der Angriff für große Einheiten geht halt runter. Ich glaube, das zählt als große Einheit. Bin mir da gar nicht sicher. Naja, auf jeden Fall. Wenn wir mal. Okay, die bleiben jetzt stehen. Wir machen mal ein bisschen schneller. Die sind jetzt natürlich auf einer Erhöhung. Und wir sind auch gleich in deren Reichweite. Ha. So, wir werden auf jeden Fall erstmal ihn angreifen, dass er aufhört, auf uns zu schießen. Ihm. So. Right Guard Knights. Aber da werden wir auch schon beschossen. Versuchen wir mit denen hier, die sind gegen alle gut, außer dem Hauptmann. Werden wir auf jeden Fall einen Flankangriff machen. So, unsere greifen schön an. Wir wollen halt versuchen, dass wir die Bogenschützen außer Gefecht setzen. So, ihr bewegt euch mal ein bisschen schneller. Und greift die an. So, währenddessen sind jetzt hier alle schön im Kampf. Die sollten wir aber eigentlich locker gewinnen. Die schießen hier von hinten mit drauf. Und jetzt gucken wir uns mal die hier an. Wir können auch hier so eine Kamera machen. Oh, und rauf da. Bam, 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 bam. Ha, die fliehen schon. Kamera weg. Und jetzt einfach rein da. And Gunners. Bam, bam, bam. Ihr sollt da nicht laufen. Ihr sollt rufrennen. Zack. Volle Pulle hinten drin. Wo ist unser Hauptmann? Der kann den nahe angreifen. So, hier kann man immer sehen. Wenn ich mach mal kurz Pause. Wie deren Führerschaft sich so steigt oder nicht steigt. In dem Fall haben die halt sehr viel Schaden erlitten. Dadurch kriegen die schon Minus. Wir haben die von hinten angegriffen mit unseren Pferden. Minus 14. Wir haben die von der Flanke sogar angegriffen. Es sind schnellere und stärkere Feinde in der Nähe. Freunde sind geflohen, also die fliehen hier gerade. Und die Flanke ist auch komplett offen. Der einzige, den Bonus, den sie kriegen, ist der Kommandant von ihnen ist in der Nähe. Deswegen ist einmal immer gut, wenn der Kommandant am Anfang schnell rausgenommen wird, weil dann kriegen die halt den Bonus nicht. Wenn wir uns jetzt mal unsere Einheiten angucken, wenn wir das dann können. Kann
man es sehen? Da. Wir haben auch Schaden erlitten, kriegen wir auch einen ziemlichen Minus, aber der Feind flieht, Flanken sind gesichert, Kommandant ist in der Nähe und die Führerschaft ist noch recht weit oben. Wir sind halt zuversichtlich, dass wir halt gewinnen können. Machen wir weiter. Die können leider nur angreifen, wenn sie auch jemanden angreifen können, ohne die eigenen Einheiten zu verletzen. Aber lol. Ja. Civil War. So, die fliehen alle, der flieht auch, alle fliehen. Gewonnen. Gucken wir uns mal wieder an. Gefecht beenden. Wir haben. Die Aufstellung war fast gleich, aber wir hatten halt eine bessere Einheit als er. Wir haben 87 Verluste, er hat 211. Entscheidender Sieg. Können wir wieder aussuchen, wollen wir die Gefangenen begnadigen? Wollen wir sie hinrichten oder wollen wir sie versklaven? Wir lassen die einfach mal hinrichten. Make haste. So. Zügiges Handeln ist von größter Ja. Wichtigkeit, wenn ihr die Herrschaft über das Imperium sucht. Das Volk muss lernen, dass offener Widerspruch nicht geduldet wird. Genau. Erobert Grünburg und erstickt jeden Widerstand. Schaffen wir aber nicht. Wir kommen nicht hin. Selbst wenn wir jetzt diesen Marsch nehmen, können wir zwar bis hinkommen, aber wir können dann nicht angreifen. Also gehen wir erstmal in unser Reich zurück. Kriegen dadurch wieder Verstärkung. Und die erholen sich so ein bisschen. Und gleichzeitig können wir halt die Leute so nochmal rekrutieren. Hol mir einmal. Ich mach's mal genau andersrum. Doch, ja, zwei Schwertkämpfer und ein Halberdier, Speerträger, sind in der nächsten Runde dann mit bei. Falls er uns jetzt nochmal angreift, was ich eigentlich nicht glaube. Hier ist auch nirgendwo eine andere in der Nähe. Dann können wir den, wie gesagt, locker nochmal besiegen. Ansonsten müssen wir ihn halt in der Festung angreifen. Das wird ein bisschen schwerer, weil es ist eine Level 1 Festung, aber er hat hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Leute plus die, die er jetzt hat. Aber die sind alle schön beschädigt, also ich denke mal, das sollten wir schaffen. Dann können wir. Genau, er ist der Prinz und der Emperor. So, jetzt können wir ihnen hier auch wieder diese Standardsachen geben. Erstmal eine höhere oder bessere Aura, dass die halt mehr Führerschaft gibt. Oder wir können ihnen auch jetzt am Anfang schon so einen Schlachtrost geben. Dann hat er, ist er einfach nur eine berittene Einheit. Und ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, diese kleinen Striche, die da sind. Er würde halt mehr Führerschaft kriegen, mehr Geschwindigkeit und mehr Angriffsbonus. Eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn man hier nur zu sehen sieht, dass Schlachtross ist, aber er kriegt halt diesen ganzen Boni. Ich will aber die inspirierende Gegenwart haben, weil er immer schön vorne mit bei ist und gibt halt eine Charakteraura mit plus 5 Moral oder Führerschaft. So, das war's eigentlich, weil so viel mehr können wir jetzt am Anfang noch nicht machen. Wir haben hier Töpferei, Keramik kann hergestellt werden im Altdorf. Aber wir haben keinen Platz dafür. Die Werft will ich nicht kaputt machen und das Versammlungsfeld brauchen wir auch. Also müssten wir erstmal unser Dorf ausbauen, damit wir wieder einen neuen Platz kriegen, um diese Töpferei benutzen zu können. Rekrutiert haben wir. Unser Schatzkammer ist auch mit Gold 3000 und wir kriegen 1900. Und hier ist wie gesagt wichtig, dass man früh Abkommen schließt, weil mit jedem Abkommen, was man halt schließt, verbessert sich dann die Gesamteinstellung. Und je besser die ist, dann können wir auch irgendwann Handelsabkommen und sowas machen. Vor allem, wenn wir jetzt diesen Ort hier einnehmen, dann sind unsere Grenzen verbunden und dann können wir auch handeln. Deswegen machen wir jetzt einfach mal den nächsten Zug. Bitte. Gucken mal, was so passiert. Er geht da rein, das war klar.
Die Zwerge haben gegen die Knochenbrecher Krieg erklärt, alles gut. Summon the Accounts. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist denn hier dieses. Hier ist es, die Ämter. Hier kann man den Leuten denn Ämter zuweisen, je nach. Wir haben jetzt noch keine anderen Kommandanten und wir sind natürlich im höchsten Imperatoramt. Aber wenn wir den anderen Kommandanten haben, können wir den zum Beispiel zum Reichsmarschall machen. Kriegen sie einen Titel und die Rekruten der Armee haben halt bessere Erfahrung. Wir können den zum Patriarch machen. Ich denke mal, man muss erst hier unten anfangen und die arbeiten sich dann so langsam nach oben. Wir gucken jetzt noch mal ganz schnell wegen Diplomatie und gucken mal, ob irgendein verbessert sich. Es bleibt neutral. Will auf jeden Fall. Es verbessert sich leicht. Surely an agreement will be reached. Aber Ostlande, haben wir da noch irgendwas? Nicht Angriffspakt? Nee. Sind wir noch nicht gut genug, aber die hier, die mögen uns jetzt schon sehr. Mal gucken, ob wir. Will er uns doch noch nicht geben. Ja, wir müssen erst wirklich die Provinz hier einnehmen. Dann sind wir auch näher dran. Und dann machen wir das einfach mal. Wir könnten jetzt nochmal rekrutieren und noch eine Runde warten, aber wir haben jetzt 10 gegen 5 plus seine Verletzten. Ja, das kriegen wir hin. Hoffe ich mal. Wir werden zwar viel verlieren, aber wir gucken mal. Ich glaube sogar, wir hatten Banner gehabt. Ich war jetzt irgendwie zu schnell. Shit. Ich mal gucken. Die anderen, die kommen ja erst als Verstärkung rein. Das heißt, vielleicht haben wir die Möglichkeit. Ne, die sind auch schon da. Egal, wir machen es wieder. Nahkampfeinheiten vorne. Das ist aber schlecht, wenn die jetzt hier auf dem Berg stehen. Dann haben die auf jeden Fall eine bessere Position als wir. Die werden da oben stehen, jawohl. Bewegen sich sogar ein bisschen vor. Ja, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen verlieren und vielleicht werden unsere Leute auch müde. Das ist echt ärgerlich, ein bisschen. Aber da müssen wir durch. Können wir wieder schneller machen. Sind halt recht viele Einheiten, aber müssten da eigentlich fertig werden mit. Gleich geht leider die Bogenschießerei los. Wir haben aber zum Glück nur, die haben nur einen Bogenschützen. So, dann machen wir mal kurz Pause. Schicken wir unsere wieder rauf auf den und auf den Bogenschützen, dass die einfach nur nerven und stören. Und dann gehen wir mit denen hier rauf. Den gehen wir hier rauf. Wir öffnen jetzt einfach erstmal die Fronten. Werden aber mit unseren Reitern wieder hier hinten rumlaufen. Ein bisschen schneller. Und unser Obermacker-Dude geht gleich am besten auf den. Dann starten wir die Sache einfach mal. So ist alles schnell. Oh, die werden beschossen. Machen wir einfach die gleiche Taktik wie vorhin. Die stürmen rein. Machen die dann wieder ganz schnell fertig und dann helfen die, denke ich mal, den hier. Auch die fliehen schon. Lol.
Greift mal schön an hier. So, die helfen hier mit. Die schießen auch schön drauf. Unser Oberdude hat den gegnerischen bald vernichtet. Ist egal, dass er angegriffen wird. Oh, jetzt schießen die Einheiten aber nochmal. Aber nicht so schlimm, wir schlagen die ja hier noch in die Flucht. Die sind zu weit weg. Ja, die fliehen auch schon wieder. Wo die nicht mal angegriffen wurden. Die sind auch kurz vorm Fliehen. Ja, immer wenn die so blinken, stehen die kurz davor, ihre Führerschaft, also die Moral zu verlieren. Und da haben wir schon gewonnen. Sehr gut. Zack, easy. 94 Verluste. Die haben 200 Verluste. Aber die werden jetzt alle sterben, weil die halt gefangen wurden. Jetzt haben sie halt alle verloren. Und wir besetzen auf jeden Fall. Auch können wir wieder auch plündern, besetzen, ausrauben, niederreißen. Den haben wir getötet, den Helmut Ludendorff. Wir haben eine Fähigkeit bekommen. Kann man auf sich selbst machen, einen Verstärkungstrank. Mehr Waffenschaden und Geschossschaden. Gut, Geschoss haben wir nicht. Aber Waffenschaden haben wir. Wir haben die Burg eingenommen. Und doch verbleibt noch viel Böses in dieser Welt. Das Imperium ist weiter gespalten. Und plündernde Grünhäute bedrohen euer Land noch immer. Es kursieren Gerüchte über eine dunkle Macht, die weit im Osten den Makel des Untodes verbreitet. Ihr müsst wachsam bleiben. Machen wir. So, jetzt haben wir wieder die nächste Zielaufgabe. Ist, wie gesagt, wirklich fast gleich wie bei den anderen. Wir sollen jetzt wieder zwei andere Siedlungen einnehmen oder plündern oder einreißen. Unterstützt Mittenheim die Abtrünnigen, um das Imperium zu destabilisieren. Und man hat wieder so eine extra Aufgabe, wo wir gegen eine Streitkraft kämpfen, die aber zwei Mörser haben und eine Raketenlafette. Oh mein Gott, habe ich auch noch nicht gesehen. Also hier ist eine Armee, da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Leute rekrutieren erstmal. Vor allem die Mörser. Da brauchen wir berittene Einheiten, um da schnell hinzurennen. Würden wir aber eine Klinge kriegen. Und wir können einen Helden, einen Kampfzauber rekrutieren. Lassen wir aber erstmal offen. Jetzt viel wichtiger ist, wir können jetzt handeln. Und das machen wir sofort. Und zwar mit den Nachbarn hier. Jo. Handelsabkommen. Wir kriegen also durch einfach nur ein bisschen Handel und Zölle 56 Gold. Er auch. Die machen auf jeden Fall mit. Versuchen wir bei ihm auch. Geht nicht. Ach ne, haben wir. Das war schon. Ach, das war er. Hä? Halt. Wir wollen jetzt hier. Genau, mit ihm. Ins Abkommen. Hier würden wir 58 bekommen. Er würde sogar ein bisschen mehr bekommen, weil er noch Eisen hat. Machen wir. Dann haben wir die beiden. Die Abtrünnigen, die machen wir noch kaputt. Gucken wir mal, ob er noch einen Handel haben will. Ja, bla bla bla. Wir kriegen wieder 56, weil wir, wie gesagt, nichts zum Handeln wirklich haben. Wir haben halt nur so ein paar Zölle oder was weiß ich, was wir da verkaufen. Die haben hingegen Wein. Und kriegen dadurch ein bisschen mehr Geld. Aber wir machen immer mehr Kleinvieh. Macht halt auch ein bisschen. Ja, nee, der mag uns scheinbar gar nicht. Da können wir nicht machen. Nordland. Kommen wir da vielleicht hin? Nee. Aber auf jeden Fall, wir haben schon mal mit ein paar das gestartet. Oh, der ist ein bisschen hartnäckiger. Der will, dass wir noch 400 Gold zahlen.
damit die ein Handelsabkommen mit uns machen. Aber auf langer Sicht her kriegen wir da auf jeden Fall mehr raus und vor allem dadurch, dass wir halt ein Abkommen mit denen machen, verbessert sich deren Gesamteinstellung, das ist halt auch wichtig. Ich will mich halt mit so viel wie möglich befreunden und das verbessert sich jetzt mit allen hier. Und wir machen, wie gesagt, erstmal nur ein Platt und gehen dann nach und nach immer weiter. So, er hier hat Weiden, friedliche Orte, an denen Tieren grasen, bauen ihre Herden und Scharen pflegen können. Dadurch kriegen wir mehr Wachstum und unsere Verlustrate wird halt schneller verstärkt. Das heißt, hier unsere Einheiten verstärken sich halt schneller. Ansonsten ist hier leider immer noch nicht viel zu machen. Wir bekommen jetzt aber 70 Wachstum und haben nächste Runde einen Überschuss und können dann hier die erstmal ausbessern, damit wir hier noch einen Platz bekommen. Und dann gucken wir mal, was wir bauen können. Bring me to my man. So. Wir werden jetzt schnell weiter marschieren mit unseren Leuten, aber können nicht, weil wir die Runde schon bewegt haben. Dann werden wir uns jetzt hier das Marschieren holen. Eine Runde abwarten. So, also hier um Altdorf brauchen wir uns wie gesagt keinen Kopf machen. Selbst wenn jetzt hier irgendwo eine Armee kommen würde. Wir haben hier so eine riesen Garnison drin, die sogar stärker ist als unsere eigentliche Streitmacht. Von daher ist das absolut kein Problem, die da in Ruhe zu lassen. Unser Versammlungsfeld ist fertig. Und wir haben einen Bevölkerungsüberschuss. Das bedeutet, wir können jetzt hier in Grünburg die Burg hier aus, das Dorf ausbauen. 1600. Wir haben 8000. Easy. Bekommen wir halt ein bisschen mehr Einkommen, Ordnung und Wachstum. Und noch einen Bauplatz. Und am liebsten wäre mir halt, wenn wir hier unsere Töpferei machen könnten, weil dann würden sich nämlich unsere Handelseinkommen ein bisschen verbessern. Aber wir nehmen immerhin, ohne irgendwas zu machen, 227 Gold ein. Das ist, als wenn wir zwei Einheiten unterhalten würden. Dann laufen wir jetzt nämlich hier hin oder hier oben. Wir gehen mal hier oben lang. Und werden dann hier zu Helmgard gehen. Und wir brauchen jetzt noch mal ein paar mehr Armbrustschützen. Mach ich mal ruhig drei, weil wir haben eine gute Vorhut und alles, was dahinter steht und schön raufschießen kann, ist eigentlich super. Und ach genau, wir können jetzt dadurch, dass wir das Versammlungsfeld haben, haben wir jetzt auch die erste Technologie freigeschaltet. Kann man halt wirklich erst machen, wenn man ein bestimmtes Gebäude hat, wie zum Beispiel hier eine Pferdestation, Gießerei, Schmied. Und wir haben jetzt das Versammlungsfeld, das können wir also jetzt benutzen, damit unsere Rekruten gleich zwei Einheitenränge aufsteigen, wenn sie rekrutiert werden. Ist gar nicht so schlecht. 5% mehr Führerschaft für alle Infanterieeinheiten oder mehr Geschwindigkeit. Aber ich bin auf jeden Fall für Erfahrung. Definitiv. Wird aber nicht mehr fertig, dauert 8 Runden. Also die, die wir jetzt hier machen, die werden davon nicht profitieren, aber die nächsten, weil das würde ich dann erstmal so lassen. Und das war's eigentlich. Ich kann noch mal kurz wegen Handel gucken. Das verbessert sich immer um einen Punkt und wir sind noch im Gelben. Also ich denke mal, die werden jetzt nicht Handel so gutheißen. Die anderen können wir nicht. Die hier sind ziemlich nah dran. Ne. Mittelland wollen wir nicht. Mit denen sind wir im Beef. Das verbessert sich auch. Ne. Also, da können wir jetzt einfach noch nichts machen. Dann machen wir mal schnell weiter. Ich denke mal, ich werde jetzt noch einfach schnell die Siedlung hier einnehmen. Lol. Kannst ja vergessen. Da fragt mich gerade tatsächlich ein Ork, ob wir nicht Angriffspakt machen.
So, hier oben sind grün heute, da müssen wir aufpassen. Aber wie gesagt, unser Hauptdorf ist da eigentlich relativ safe. Wir sind sehr, sehr stark im Vorteil, deswegen automatisch. Wir haben 20 Leute verloren, die 450, sehr gut. Wir haben eine Waffe bekommen. Werden wir gleich nochmal sehen, was das genau ist. Rüstungsdurchdringender Schaden plus 7. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt Helmgard auch eingenommen und haben die Zwerge auch getroffen. Wo verschlechtert sich? Die können uns absolut nicht mehr leiden. Verschlechtert sich. Es verschlechtert sich, weil wir jetzt eine große Macht sind. Indem wir immer mehr einnehmen, werden wir halt für alle anderen eine Bedrohung. Die Zwerge. Ne, können wir auch nichts machen. The Nation Courts. Dann würde ich sagen, geben wir ihnen doch einfach mal jetzt das Schlachtross. Legendäres Reittier. Man kann es hier dann auch. Hier ist auch der Stärketrank. Man kann auch nachher Sachen austauschen. Wenn der Trank jetzt hier auf Geschossschaden, wenn man lieber einen anderen Kommandanten, der vielleicht Range-Attacks mehr hat, können wir das denen geben. Aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall unser Schlachtross. So, die haben kaum was verloren. Wir können uns aber nicht bewegen. Deswegen nächste Runde. Und wir machen jetzt den Typen einfach komplett noch fertig. Kommen wir hier auch und durch unser Land ordentlich durch. Kommen wir bis dahin, vielleicht. Attack! Ihr will's überlegen wieder. Automatisch. Und besetzen. Haben wir wieder einen Anhänger haben wir bekommen mit Magieresistenz 10%. Und wir haben die komplette Provinz Reikland erobert und können hier auch wieder einen Erlass ausstellen. Nee. Handelseinkommen und Wachstum. Öffentliche Ordnung. Nö. Hier. Handelseinkommen plus 5%. Zack. Sehr gut. Haben wir irgendwelche Sachen? Nee. Wir haben Felder. Wir haben wieder einen Bevölkerungsüberschuss. Wir kriegen jetzt sogar 110 pro Runde. Und wenn wir die jetzt hier alle noch verbessern, bekommen wir nur noch mehr Geld. Das können wir hier wieder wegmachen, weil wir haben schon ein Feld. Und dann I Command. Hier geben wir ihnen noch ein bisschen Abwehr. Da hat er nicht gerade viel mit 30. Zack, machen wir noch ein bisschen beefiger. Tja. Und als nächstes könnten wir theoretisch jetzt noch einen Kommandanten rekrutieren. Mal gucken. Eingebildet, dumm. Ne, die wollen wir nicht haben. Dann warten wir, bis sich da neue anbieten. Gucken wir nochmal wegen Handelsabkommen. Das verbessert sich auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Die anderen verschlechtern sich jetzt. Dadurch, dass wir halt eine große Macht sind. Das ist ein bisschen nervig. Aber gut, das verbessert sich auch. Vielleicht können wir uns mit denen. Ja, sehr gut. Handeln können wir nicht, aber dadurch, dass wir ein Abkommen haben, verbessert sich jetzt die Gesamteinstellung und bald haben wir dann auch mehr Dings. Ich glaube, in der nächsten Runde, wir gucken mal, 228. Weil der Erlass muss erstmal durchgehen. Okay, der hat die kaputt gemacht hier. Eieiei. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und Jetzt müssen wir sogar Fürsten sechs Siedlungen einnehmen haben sich oder von euch entfernt plündern. gewandt. Bla bla bla.
Gucken wir jetzt. Jetzt haben wir statt 227, 242. Ist jetzt auch nicht so tragisch viel. Aber indem wir hier die Sachen verbessern, bekommen wir nach und nach immer mehr Geld. Was können wir denn noch so bauen? Hier können wir erst mit der Stufe 2 Ställe bauen für unsere Pistoliere, gerittene Bogenschützen oder Geschosseinheiten. Ja, die Ritter, aber die will ich haben. Dann kommen die Demigreifen. Und ganz hier oben die Dampfpanzer. Okay, brauchen wir aber nicht. Da können wir auch nichts machen. Da auch nicht. Können wir eigentlich nur Felder oder ein Weberhaus machen, aber pff. Können wir unser Wachstum verbessern. Oh, hier bei denen können wir Ställe bauen. Weil die sind jetzt schon Stufe 2. Machen wir gleich mal. Da sinkt unser Einkommen auch gleich wieder runter. Ja, den Rest lassen wir so. So, und ich denke mal, das sollte reichen für den ersten Eindruck. Wir speichern wieder. Mit Imperium Eindruck. So, das war, wie gesagt, wenn wir nachher ein Let's Play machen sollten, dann, dass wir dann entweder mit den Menschen hier weitermachen können. Oder wir schnappen uns dann eine andere Fraktion. Mal gucken. Gucken wir uns erstmal alle an und dann entscheiden wir, ja. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Einfach kommentieren, liken oder abonnieren. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann oder hören uns. Ciao, ciao.